So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt weiter wieder mit RS4 Limo 2.0. Und zwar gibt es ein legendäres Teil an diesem Auto. Haben wir schon öfter drüber gesprochen, habt ihr öfter im Video schon im Hintergrund gesehen, was wir auf jeden Fall übernehmen wollen. Und das ist diese Auspuffanlage. Jetzt werden sich viele sagen, warum will der diese Auspuffanlage für das neue Auto übernehmen? Ganz einfach, ich will auf jeden Fall möglichst viele Altteile retten und dieser Sound von dieser Auspuffanlage ist halt einfach legendär. Ich sag nur das Intro von unserem Channel als Beispiel, ne? Also es gibt definitiv viele, also ich verbinde viele Momente mit diesem Auspuff. Ich werde es nie vergessen, wie beste Beispiel war immer so Wörthersee, 5000 Umdrehungen, erster Gang durch Felden rollen, weil das Ding einfach so bassig und so dumpf war, dass wir das auf jeden Fall retten wollen. So, jetzt seht ihr allerdings, wie das Ding aussieht. Da ist nicht mehr viel zu retten, zumindest so wie es aktuell aussieht. Allerdings den vorderen Teil natürlich, die Hosenrohre, die werden wir natürlich neu bauen. Ich vermute mal auch, die werden wir in Titan bauen. Aber den Auspuff will ich einfach genau so wieder fahren. Jetzt ist die Frage, wie retten wir das Ding? Ein Glück haben wir ja unseren Kumpel Schwan in Süddeutschland. Und der sagte, wir können tatsächlich den Auspuff, so wie er ist, bei ihm ins Entlackungsbad reinschmeißen. Okay. Also Entlackungsbad, nicht Entrostungsbad. Das heißt, der ist danach richtig angeblich, klinisch, blank, sauber und so weiter. Aber muss dann wieder irgendwie behandelt werden, damit er nicht wieder so schnell rostet? Nee, ist Edelstahl. Rostet dann eh nicht mehr. Achso, okay. So, das soll angeblich eh nicht rosten. Das Einzige, was wir natürlich machen müssen, ist, wir müssen die Töpfe sind natürlich jetzt alle leer gebrannt. Die waren natürlich schon so gut wie leer gebrannt. Die habe ich so alle 2 Jahre immer neu gestopft. Die müssen natürlich neu behandelt werden. So, das heißt, damit wir da rankommen, müssen wir die irgendwie aufmachen. Das heißt, ich vermute, ich werde gleich einfach 2 schöne Schnitte setzen. Hier und hier. Fächer dann ganz langsam die Kante, die geschweißte Kante hier runter, dass ich den Blechdeckel abnehmen kann. Und am Ende wieder einen neuen Blechdeckel draufsetze. Das denke ich ist am sinnvollsten. Weil wir müssen auf jeden Fall den Topf nach dem Bad wieder voll machen, weil der ist halt komplett leer danach. Ne? Da ist sowohl der ganze Dreck drin und so weiter, ne? Als auch das. So. Das ist Punkt 1. Außerdem nehmen wir diesen dezenten Tank mit. Ich hole ihn mal kurz rüber. Das ist echt krass, wie... Das ist der originale Tank aus meinem Basisauto. Hat jetzt ein bisschen geregnet, ist ein bisschen nass. Ich habe den gestern schon mal zerlegt. Ist halt heftig, wie geräudig das mittlerweile unter so einem Auto aussieht. Macht aber nichts, weil auch das werden wir alles wieder hinbekommen. So. Das heißt, auch diesen Tank nehmen wir jetzt mit zu Herrn Schwan zur Entlackungsfabrik, weil er hat wohl eine Möglichkeit, dieses Kunststoff wieder richtig, richtig geil aufzuarbeiten mit einer besonderen Strahltechnik. Will ich aber noch nicht verraten, das seht ihr nachher im Video. So, jetzt habe ich mir für das allerletzte Video wieder ein Gewinnspiel überlegt. Das müsste eigentlich laut unserer Berechnung das letzte Video vor Weihnachten sein. Wir haben es wirklich bis Weihnachten durchgezogen, hat jede Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, man hört den Diesel nicht allzu laut von unseren Nachbarn. Für dieses habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar habe ich zugeschickt bekommen, vor ein paar Monaten schon, von der Firma Leatherman. Der eine oder andere hat es vielleicht in meinen Storys schon gesehen. Ein Multitool. Jeder von euch kennt die Dinger. Leatherman eigentlich Marktführer. Wie verpacke ich das Ganze jetzt, dass es nicht zu werbelastig ist? Ich feiere die Dinger auf jeden Fall richtig. Und zwar, der eine oder andere hat es vielleicht im Livestream schon mitbekommen. Ich habe ja eigentlich einen Angelschein. Grüße an Nobby, gehen raus. Habe allerdings die letzten Jahre natürlich weniger geangelt. Ich werde es aber nie vergessen. Ich hatte auch immer einen Leatherman dabei, um diese Metallkügelchen als Gewichte an die Angelschnur zu quetschen. Ja, das Ding hat auf jeden Fall 19 Funktionen. Und jetzt ist das Krasse, das ist tatsächlich eine PK Edition. Wir haben ja einmal das PK eingefräst, dann natürlich noch Alus und das Ganze noch in Orange. Mein Volltraum wäre ja eigentlich, wenn Firma Leatherman das jetzt gerade sieht, eigentlich würde ich euch gerne mal in Amerika, in Oregon besuchen, wenn cool. Das Werk da mal angucken. Weil ich glaube, wir haben keine Vorstellung davon, wie viele von diesen Tools weltweit wirklich so rausgehen. Glaube ich auch. Ich glaube, da ist richtig was los. So, auf jeden Fall Gewinnspiel wie gehabt. Derjenige, der in einer Woche die meisten Likes auf seinen Kommentar hat, kriegt dieses One-of-One Leatherman von mir. Ja, finde ich cool. Oder bald ist doch. Eigentlich ist das schon geil, ne? Mit dem Gefrästen und so. So, okay. So viel dazu. Ich flexe jetzt noch kurz die Töpfe auf und dann geht's auch nach Welzheim zur Entlackungsfabrik.
So, wir sind angekommen. Jawohl. Ich hoffe, dir geht's gut. Boah, nein. Die Leute haben dich schon wieder vermisst. Die brauchen mal wieder klare, harte Ansagen hier heute, was hier heute so passiert, weil das ist man hier immer gewohnt. Ja, ja, klar. Du kommst schon mal mitten in der Nacht. Ne? Das ist echt der Hammer. Eigentlich sind wir ja hier, um den Auspuff zu entlacken von der Limo, ne? Jawohl. So, jetzt haben wir aber leider den Wehmeier mitgebracht. Und der Wehmeier hat irgend so einen Schrott da reingelegt, oder? Das ist noch nicht alles. Ah, okay. Können wir, geht das, ist so dunkel schon? Geht, ne? Geht. Geht. Die sind komplett blank eigentlich. Kann man theoretisch solche Blöcke auch in diese Entrostungsbatte reinschmeißen? Ja, also A ist es nicht blank. Hm? Ja, dreckig. Dreckig. Ja, aber dreckig ist nicht blank. Schon mal Punkt 1. Okay. Punkt 2. Grauguss und Stahl ist zwar alles Stahl, aber ist nicht das gleiche. Grauguss hat Graphit und Graphit frisst. Mhm. Das Entlackern ist kein Problem, ist alkalisch, das verträgt sich mit Guss. Aber das Entrosten, also wenn du einen hohen Bild hast und du tust entrosten, wenn es dumm läuft, dann hast du kein hohen Bild mehr. Das ist kein Problem. Wohl. Ja, was sagst du? Ich habe das schon mal gemacht, musst du den Motor zahlen. Okay, verstehe. Also einfach nur rein und 1:1 wieder benutzen kannst du vergessen. Das würde vielleicht nicht gehen. Du musst es kontrolliert machen, ansonsten fällt es auseinander. Mhm. Ja, es ist einfach so, das fängt an zu fressen und wir können es nicht kontrollieren, weil der Kohlenstoffanteil, den kennst du nicht und den kenne ich nicht und der entscheidet aber, wie schnell das läuft hier drin. Okay. Das ist genau das Problem. Also prinzipiell ja, alkalisch, aber entrosten, das ist das, was die meisten wollen. Das ist das, was ein Problem darstellt. Und wenn du schon über entrosten sprichst, da musst du auch passivieren, also du musst es wieder neutralisieren. Danach. Also ist das gar nicht so ein einfaches Ding oder so ein einfaches Thema, sondern das muss kontrolliert nachlaufen. Mhm. Deswegen ehrlich, ich mache das super ungern. Mhm. Ich mache das nur, okay, weil du jetzt lustig bist, deswegen mache ich das. Ich dachte jetzt, wir bringen was her, was hier bald alle demnächst herbringen können, aber ich höre das schon raus, da sind wir auf dem falschen Dampfer gewesen. Ne? Also sagst du lieber keine Blöcke. Ich mache dir gern die Blöcke, das ist nicht das Thema. Ich muss sie mit den Autos mitlaufen lassen und immer mit den schwachen Autos. Also nicht mit den Ultraschrottkarren, die man nächtelang entrosten muss, sondern die halbwegs gut und die stundenlang drin sind. Das ist ein großer Unterschied. Nächtelang oder stundenlang. Das da ist ein stundenlang Geschäft. Das heißt, es kann theoretisch passieren, dass wenn der zu lange drin ist, dass das richtig angegriffen wird. Ja, das ist wie gestrahlt innen, als ob du mit der Lanze von innen gestrahlt hättest. So sieht es aus. Okay. Weil sonst könnte ich ja nicht entrosten. Aber so ein Auspuff Edelstahl kriegen wir entrostet. Also ich weiß eh nicht, was da so drauf ist, aber es ist halt rostig. Also das ist nicht rostig, also es ist Edelstahl. Ja, ja, ist Edelstahl. Ja, dann hast du jetzt einfach eine saure Phase mit Wasser gehabt. Und das Wasser das Löschzeug wahrscheinlich. Das Löschzeug und das Löschzeug hat jetzt geblüht. Ja, das kriegen wir. Wir haben vorhin schon die Töpfe aufgeschnitten, die sind komplett leer hier offen. Ja. Hast dann kein Grund und nichts mehr. Soll ich dir gleich Kardell geschickt? Hält das nicht, ne? Doch. Meinst du echt? Oh klar, 280 Gramm. Das hält. Wir hätten aus Titan bauen. Ach, genau, jetzt bis morgen. Ins Bad rein und kommt aus Titan wieder raus. Nein, aber man kann so ein KTM tatsächlich. Also das wäre schon das Problem ist, wir müssen ihn halt wieder zuschweißen danach. Ne? Ja, wir müssen ihn erst wieder stopfen. Aber ist hübsch ist oder trotzdem. Also ist nicht zwingend, ich kann ihn nur entlacken und entrosten. Und dann macht das halt so. Ist ja ewig stark. Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Eigentlicher Ablauf ist jetzt als allererstes den Auspuff ins Entlacken. Muss er trotzdem noch entlackt werden? Nee. Direkt rein? Ja. Und dann kommt der danach wirklich Rost, was ist denn da für Rost? Ja. Was genau passiert da? Chemisch nochmal in zwei Sätzen? Ich glaube, wir waren schon dreimal hier, aber es klingt aber immer so gut. Du hast eine Phosphorsäure-Mischung. Das ist keine Phosphorsäure, sondern sind 10% vielleicht. Mhm. 10%. So, die sind ungesättigt. Mhm. Und ungesättigt bedeutet, wenn er frisst, kann er auch wieder aufnehmen. Stimmt. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Deswegen müssen wir Entrostungsbäder wechseln. Das tun wir zum Beispiel morgen. Wärst du morgen gekommen, hättest du das gleich vergessen können. Weil zu dreckig das ist. Ja, das ist einfach alle halbe Jahr muss das weg, weil das sammelt sich an. Und ab einem Gewichtsanteil von 25 Gramm Eisen pro Liter ist das Ding satt. Und dann gibt es nichts mehr zum Entrosten. Das heißt, wenn du mir so eine Schrottkarre kriegst, wo dann sich innen auflöst, dann hast du mir das Bad versaut. Du zahlst 2 Mille, aber ich brauche 30. Das ist genau das Problem. Ne? Aber wir kriegen das noch weg. Deswegen das wird zufälligerweise morgen das Bad erst. Ja, zufälligerweise 7 also, Uhr. Ne? Also grob gesagt, der Rost, der sich hier rauslöst, ist danach in der Flüssigkeit. In der Flüssigkeit drin, ja. Und danach muss auch der Auspuff wieder passiviert werden? Ja, oder bei Edelstahl egal, weil kann nicht. Ja, bei sauer. Du musst neutral stellen. Okay. Das ist das, was wir machen müssen. Der bleibt aber auch über Nacht. Den würde ich jetzt über Nacht lassen. Okay. Ja, dann habe ich noch so einen schönen Kunststofftank mitgebracht.
Das können wir auf zweierlei Arten, entweder mit Trockeneis oder mit Kunststoffgranulat. Wobei Kunststoff mit Trockeneis eigentlich relativ simpel wäre. Jetzt. Ist theoretisch egal, muss auch nicht jetzt also zur Sekunde sein. So, das, was du empfehlen würdest, also das ja einfach sagen, wieder... Trockeneis ist an einem ABS-Kunststofftank. Ja, das ist kein Thema. Okay. Ja, ich würde sagen, erstmal das Zeug ins Bad. Ja. Und dann. Und Ablauf hier wäre aber theoretisch genau. Genau gleich, wobei das immer Vorsicht, das muss man kontrollieren. Das kann man nicht einfach so. Ja, aber da passiert gar nichts, hier passiert viel. Ja, aber das heißt, du willst jetzt nicht während der Nacht jede Stunde gucken, ob der Block noch heil ist? Nee, ich lasse ihn drin. Genau. Ja, ist bei dem Block jetzt auch nicht so schlimm. Also es ist nur ein VR-Block, Wehmeyer hat noch ein paar. Mich würde es einfach, oder? Selbst wenn er danach Schrott ist. Ja, mich würde es einfach mal reizen, wie sauber das Ding da rauskommt. Weißt du, wie, vielleicht sieht der so geil aus, dass man danach eh nicht mehr einbaut. Weil der wirklich einen Tisch und Sofa, was ist immer rausbaust. Ne? Dann müsste ich jetzt aber bei mir hantieren. Ne? Das heißt, ich habe hier so einen Udo da drin, wenn der jetzt das sieht, ja, dann guckt er mich so blöd an. Dann läuft der mal selber. Verpiss dich, ja, hau ab, Idiot, ja, verschwinde, was willst du? Und nee, ehrlich. Und dann, Herr Kees, ja, zum Feierabend, das machst du immer klasse. Ne? Egal. Ja, wir hätten Stau. Es ist früh morgens, dauert es auch. Achso, weil normalerweise würdet ihr ihn reinhängen. Wir würden dann irgendein Auto aussuchen, was nicht so agil oder nicht so lang da drin, das würden wir dann kontrollieren. Und das, was wir jetzt machen, ist eine Hariki-Reaktion. Ja. Das machst nur du, sonst niemand. Okay, sehr gut. Aber deswegen sind wir hier. Ja, ist in Ordnung. Passt schon. Okay, dann würde ich sagen, laden wir das ganze Zeug mal aus. Oh nein, das fehlt der auch. Was halt mal? Die Teile strahlen. Die Teile? Ja. Dann raus damit, da rein. Der ist Felgeblatt stehen. Ja, die strahlen wir auch mit. Die strahlen wir auch mit. Die sind morgen auch weg. Udo, warte! Riecht schon drin. Kommt schon. So. Udo nimmt es einmal und tut es einfach da rein und dann hat sich das, ja? Ja. Und dann ist es so gut oder so schlecht, wie es sein muss. Ich bin immer gespannt. Wie ist das, wenn hier noch so Lagerschalen drin sind? Das ist ein Mixmaterial. Wenn das ein Alu-Nicosil oder was ist das, ja, dann ist es halt weg. Ist weg, okay, aber es ist nicht so. Die Fliege geht eh so. Nee, ist aber nicht so, dass wir damit euer Bad komplett in den Arsch machen. Nein, okay. Alles drin, das ist kein Problem. Freust du? Aber ihr müsst alles immer auf das Gestell packen, man kann da jetzt nicht irgendwie von oben sowas reinhängen oder so, das wäre aufwendiger. Da guckst du, dass er das Ding selbst da alleine reinträgt. Ja, aber ich weiß gar nicht, was wir da für einen Film von gemacht haben. Ey. Ja, du wolltest das Ding zu zweit tragen. Ja, ich habe nicht so den Qualm am Arm scheinbar. So, jetzt geht's los mit Trockeneisstrahlen. Ja. Erstmal hast du uns eben gerade gezeigt, ihr macht das Trockeneis tatsächlich selber hier. Ja. Dann macht es auch doppelt so viel Spaß beim Strahlen. Nee, das hat einfach was mit der Logistik zu tun. Weißt du, wenn du jeden Tag ein Auto machst und du musst immer bestellen, dann hat er Corona und kommt einfach zwei Wochen nicht. Dann steht dein ganzer Betrieb. Deswegen war das eigentlich schon lange so, dass wir gesagt haben, wir brauchen jeden Tag Trockeneis, wir machen das einfach selber. Es ist auch billiger für uns. Das heißt, erklär mal einmal kurz, was genau Trockeneis überhaupt ist. Ich habe da nur so einen riesen Gastank gesehen. Also grundsätzlich ist Trockeneis nichts anderes wie CO2 in Festform. Ne? Mhm. Das kriegst du flüssig in großen Tanks durch einen riesen Kompressor. Das ist der Pelletizer, den wir gefilmt haben. Mhm. Der drückt den auf 60 Bar, dann ist es eine feste Phase, dann ist es Trockeneis. Ne? Mhm. Trockeneis gibt es in Scheiben, Trockeneis gibt es in Blöcken, Trockeneis gibt es in so Nuggets, aber auch in so Pellets. Und Pellets... Pellets ist nichts anderes wie so ein 3 bis 5 mm Granulat und das Zeug ist ungefähr minus 70 Grad. Das heißt, kalt. In diesem Tank ist es flüssig? Ja.
Wird dann mit 60 bar gepresst, oder sieht so aus? Ja, auf drei Stufen, jeweils 20 bar, auf 60 bar und dann ist er fest. Kannst du noch ein bisschen mehr machen, dann wird er noch härter. Das heißt, in dem riesen Tank ist er auch schon unter Druck jetzt gerade? Ja, 20 bar. Weil an der Luft ist es ja dann wieder gasförmig, dann ist er wieder weg. Exakt, also unter 20 bar ist CO2 flüssig. Mhm. Und wenn jetzt jeder sagt CO2, na, und hier Umwelt, das ist Abfallprodukt aus der Kohleverstromung. Also das ist nichts anderes wie reines, also wenn du Kohle verbrennst, dann hast du CO2, das wird abgesondert. Ja. Oder aus Gasverbrennung, dann wird das in flüssiger Form. Und unsere großen Konzerne, die machen daraus noch Geld. Das kostet sogar noch was. Ne? Das ist nichts umsonst. Okay. So, dann kommt es mit 60 bar gepresst als Pellets da raus. Jawohl. Und dann hast du dir diese coole Maschine überlegt hier. Das ist die kleinste Maschine. Also eigentlich ist es was für Unterbodenschutzstrahlen etc. Das ist es nicht. Das ist was zum Reinigen, was Kleines für Hausgebrauch, Werkstattgebrauch. Für manche Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel Motorraumreinigung, genügt sowas vollkommen. Die große Maschine ist halt eher für 10 Kubik ausgelegt. Die kann schon mit 2 Kubik und 10 bar arbeiten. Während die großen Maschinen 6 Kubik bis 14 bar gehen. 14 bar, okay, ja, 14 bar ungefähr. Und das da ist was Kleines, damit kannst du irgendwas vorreinigen. Was genau passiert da drin? Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein Venturi-Prinzip. Du hast hier einen Rüttler, also du schmeißt das Trockeneis rein durch einen Rüttler und durch eine Schnecke. Befördert er in irgendeinem Verhältnis zu der Druckluft, die gefördert wird, auch ein Anteil Granulat. Mhm. Das wird im Schlauch mitgezogen, kommt dann aus der Pistole raus. Das ist eigentlich nichts anderes. Und von der Wirkung her, hier einmal, also Thema Schmutz, das ist nicht wie Hochdruck reinigen, sondern das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Du machst es kalt und physikalisch nennt man das Sublimation. Mhm. Das Trockeneis beschleunigt im Schlauch, trifft auf ein Schmutzpartikel, ändert den Aggregatzustand von fest wieder in gasförmig, dehnt sich dabei tausendfach aus und das ist zum Beispiel der Grund, warum dann Schmutz abgetragen wird. Das ist das Prinzip von Trockeneisreinigung. Sublimation ist das Schlagwort dazu. Das heißt aber, das Trockeneis wird richtig auf die Oberfläche geschossen? Ja, unter einem gewissen Winkel. Nein, das wird drauf geschossen und dabei trifft er auf Schmutz, wird warm, sublimiert, also vergrößert sich und sprengt damit den Schmutz ab. Also so ist der Plan. Also eigentlich perfekt so zum Reinigen. Rückstandslos, einfach weg und fertig. Der Staub bleibt Staub, aber das Zeug verdampft gasförmig und ist im Prinzip problemlos. Also das funktioniert wirklich. Wie viel Trockeneis brauchen wir jetzt ungefähr, um den Tank hier sauber zu kriegen? 15 Minuten. 15 Minuten? Nee, und wie viel Eis? 2 Kilo. 2 Kilo? Ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht mehr. Ja, beim Auto brauchst du 200 Kilo einen Tag. Ja. Das da sind 2-3 Kilo. Das ist ja eine kleine Maschine, die hat einen kleinen Verbrauch. Und wie viel könnt ihr da produzieren? 200 Kilo die Stunde. Also Marius, Ladeluftkühler kannst du ausbauen? Ja, damit kannst du zum Beispiel, wenn du durch den Ladeluftkühler machst ein Gitter, dann machst du einen Block. Ja, das heißt, du machst einen Block dazwischen und lässt die Luft durch die Pellets strömen. Dann hast du minus 70 Grad, dann läuft dein Auto schneller. Dann hast du locker 100 PS mehr. Ja, wenn du mir das Samstag früh nach Berlin bringst. Kein Problem, das gibt es überall im Per Express mittlerweile. Ne? Wie lange würde das, also es kommt ja so Styroporboxen, ne? Oder was? Wie lange also wenn du es jetzt noch schaffst, orange einzufärben, ne? Dann kannst du jede Woche ein Paket schießen. Die Styroporbox hält 2 Tage. Du hast Verlust 15% am Tag. Im Sommer ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger. 15 am Tag, das ist ja nicht viel. Es geht, ja. Du kannst mehrere Tage, kannst du das Zeug haben. Du kannst deine Box für deine Rennen mitnehmen und das langt dir dann auf jeden Fall für Wochen. Und damit kriegst du, das machen ja diese Büro, wie heißen die, diese Ultra-Klasse, die Dragster, die spielen damit auch. Ja, ganz viele machen das auch so, dass du das Trockeneis zum Kühlen des Wassers nutzt. Jetzt nicht ins Wasser rein, sondern quasi nur den ganzen Behälter. Ja, kannst du, das nennt man Kryologistik. Das heißt, neben Fahrt wird kühler, wird ein Gitter reingemacht, wo das Pellet aufgefüllt wird und die Luft strömt da drüber und hast minus 70 Grad. Ja. Kannst dich verbrennen übrigens. Ne? Also man kann solche Spielchen hier machen. Kurz anfassen, aber nicht. Aber wenn du ein bisschen länger, dann hast du eine Blase. Und man merkt es halt erst, wenn schon zu spät ist. Aber ihr verkauft das auch oder ihr braucht das alles? Wir haben früher verkauft. Mittlerweile ist es so, dass der Preis hier komplett weg ist. Ja. Du hast früher 4 Euro pro Kilo bezahlt. Und das gab nur bei Linde, bei unserem Gasmonster. Und dann gab es immer mehr Bedarf. Trockeneisreinigen ist ja beliebt und populär. Wir waren die Ersten, deswegen K-Blast. Mittlerweile ist es so, dass allein Raum Stuttgart 12 Tonnen pro Stunde herstellen kann und der durchschnittliche Preis ist im Bereich 50 Cent. Es lohnt sich gar nicht. Also selbst wenn wir es selber herstellen, musst du Strom, Logistik und Behälter kostet Geld. CO2. Ja.
Aber ihr habt mit dem Trockeneis angefangen. Wir waren die Ersten, die überhaupt so eine Maschine als Auto gehalten haben. Jetzt wird es nämlich langsam interessant hier. Ja, ja. Deswegen 2000, sind wir auch hier. 2003. 2003? Ja, ich war der Erste. Durften wir nicht mal Auto fahren. Bist du so alt, bin ich schon. Ja, da hast du dir gedacht, man könnte ja mit Trockeneis mal also die Idee die Küche war reinigen. Also es ist so, die Grundidee ist steinalt, ist 100 Jahre alt. Machen die Amis schon seit, ich weiß nicht, 100 Jahren. Dann haben die Deutschen, die haben dann eine Kryologistik beschrieben. Es gab echte Ingenieursbücher, wo man die Trockeneisherstellung, Logistik, die Anwendungen mal beschrieben hat. Sowas habe ich zu Hause. Und dann gab es Ende 90er, Anfang 2000er, gab es Denkmalreinigungen mit Trockeneis. Und den habe ich kennengelernt, der hat eine Gebäudereinigungsfirma und der hatte eine Autosammlung. Und ich war vorher der, kennst du diesen einen, der 50 Cent kriegt bei der Waschstraße? So einer, genau, so einer war ich. Zum Vorreinigen. Genau. Und dann haben wir das, und er hat gesagt, ich habe ein Auto und ich habe gesagt, probieren wir das da drunter. Das hat dann funktioniert und daraus ist Gravis entstanden. Das ist eigentlich, das war die Idee. Ja, hier lernt man jedes Mal wieder was. Ich freue mich auch auf den Tag, wenn wir irgendwann mal ins Mercedes-Museum zusammenfahren. Was der Typ nämlich so an Know-how über Mercedes hat, ist schon... Na ja, 18 Jahre selber. Nicht ohne, ne? Aber bisher war es uns leider nicht möglich, dahin zu fahren. Aber kommt auf jeden Fall noch. So, okay. Also, Trockeneis hier rein, Vollgas sauber machen. Ich selber mal. Ich überlege, wenn man so ein Ding zu Hause hätte... Du musst es selber machen. Mach's doch selber. Wenn man so ein Ding zu Hause hätte, würde man wahrscheinlich den ganzen Tag damit rumspielen, ne? Aber klar, man braucht natürlich auch das Trockeneis in dem Moment, ne? Okay, was muss ich machen? Einfach rein. Warte mal. Also. Das Prinzip ist anders wie beim Hochdruckreinigen. Das Prinzip ist Streifchen ziehen. Nach vorne kalt machen oder kalt machen, wegschieben. Kalt machen, wegschieben, in Streifchen arbeiten. Ne? Streifchen, okay? Mhm. Das ist im Prinzip auf nichts Rücksicht nehmen, Vollgas. So arg viel kaputt kannst du hier nicht machen, ja? Sieht doch schon fast aus wie ein Schweißgerät, das Ding. Ja. Ja, das war doch aber eigentlich ganz einfach. Ja, eigentlich ist es doch ganz einfach. Das war ja der Plan. Blitzeblank. Ich glaube, viel neuer sieht ja ab Werk auch nicht aus. Da hast du sogar noch irgendeine Seriennummer, ne? Ja, ja. Perfekt. Nee, das ist doch jetzt schön sauber bis in die letzte Ecke. Das hat doch gut funktioniert. Brauchen wir eigentlich für zu Hause, Nick. Mhm. Nie wieder Auto waschen. Immer einfach nur draufhalten. Ja. Wie gesagt, die Peripherie, es gibt mittlerweile Gasgerät. Du hast nur eine Flasche und der generiert das Trockeneis aus dem Flüssiggas aus dem Gasballon. Das gibt es jetzt bald neu. Aber wird der Ratzfatz leer sein, oder? Kärcher. Okay, so, das heißt, wir gehen jetzt mal rüber zum Bad und gucken mal, was der Auspuff macht. Exakt. So, also der war jetzt über Nacht im Bad. Der war nur in Drosten, nicht in Lacken. Mhm. Was wir oder du nicht gewusst hast, dass hier aufgeschmolzener Kunststoff und alte Farbe noch darunter ist. Mhm. Aber das war jetzt, sagen wir mal, ja, 90%. So ein paar Stellen, da kriege ich ja auch Rübergeschüttet. Aber was ich krass finde, ist, wie, also es wird dann doch schon richtig blank, ne? Man darf auch nicht vergessen, das ist 10 Jahre als Edelstahl, ne? Das war halt 10 Jahre drunter, aber das heißt... Eigentlich siehst du, dass es auch unterschiedlich ist, ne? Ja, genau. Das Material und das Material. Bögen und Rohr ist immer unterschiedlich. Ist immer unterschiedlich da drin. Also das ist was Unedleres und das ist was Edleres. Nee, aber ich finde sonst so eigentlich schon, dass das schon gut krass sauber geworden ist. Ich würde ihn ja einfach leer wieder zusammenbrutzeln, aber das klingt halt scheiße. Okay. Witzig ist, man sieht immer noch so stellenweise durch, wo er dann noch mal ein paar... Wo die Temperatur sich gestaut hat. Wo er doch ein paar Grad bekommen hat. Nee, also ich bin happy. Ich würde den jetzt einmal noch mal bürsten, so ein bisschen schleifen, ne? Ich glaube, du bist der Einzige, der einen Auspuff bürstet, oder? Naja, es muss ja unter dem Auto schon cool aussehen. So, Auspuff bürsten. So wird Wehmeier ja nicht gestatten, dass wir das Ding da drunter hängen. Nein, also schon, weißt du, mit so einem Bandschleifer einmal drum, einmal abziehen das Ding. Und dann wird der schon schön gleichmäßig wieder aussehen. Neue Schelle drum vielleicht? Die alte Schelle. Nee, krass. Okay, auch die Bleche. Das ist ja auch, das zusätzlich noch gestreift? Das siehst du so, da ist noch ein kleiner Rest. Ja, der war sehr tiefenpoliger Rost, das hat man dann noch nachgestreift. Ja. Einmal kurz gestreift. Ja. Aber auch die Tankbänder, wo ich dachte, dass die wirklich extrem aussehen,
Die sehen auch extrem aus. Aber es geht noch. Ja. Wenn du sagst, du kannst es verwenden. Einmal Pulver beschichtet. Ja. Einmal Pulver, fertig. Ja. Also klar, die Maserung wird natürlich selbst nach dem Pulver noch ein bisschen bleiben. Ne? Ja. Aber ich glaube schon, dass dieses chemische Entlacken ein bisschen schonender ist, als wenn man den Rost rausgestrahlt hätte. Der Unterschied ist zum Strahlen. Strahlen tut ja abrasiv aufrauen, während der Rost nur in den Poren wirkt. Das bedeutet, dein Strahlbild ist eher glatt, während deine chemische Entrostung durch die Poren eher prägnanter siehst. Ja. Dafür trägt man ein bisschen weniger in Summe, glaube ich, ab, ne? Genau. Weil ich glaube schon, wenn wir das gestrahlt hätten komplett, wäre das richtig. Wobei das auf einem Autoblech besser funktioniert, wie jetzt auf irgendwelchen Stahlbalken. Mhm. Oder hier sieht man es halt auch, die Töpfe, die halt poliert waren, die sind halt auch wieder richtig. Das ist sich selber, ja, ne? Ja. Und hier haben wir noch die VR-Blöcke. Sind da bei beiden genau die Schrauben abgerissen? Nee, da ist nur ein Dorn drin. Ah, da ist nur ein Dorn drin, okay. Ich dachte gerade, wäre bei beiden jetzt genau Schrauben abgerissen. Wobei ich sagen muss, dass der rechte, also der hier, ist besser als der linke. Mhm. Ja, der hat 300 gelaufen und der hat 500 gelaufen wahrscheinlich. Aber ich finde es jetzt fass hier mal rein, krass ist immer wie die VR, was die für eine Kante rumkriegt. Ah, okay. Du sagst jetzt, die hätte man theoretisch auch einmal entlacken müssen vorher. Ja, also du hast ja hier auch Farbe außen und nicht nur Rost. Man hätte das normalerweise entlacken. Beim Entlacken löst sich der ganze Schlamm und alles, was da drin ist. Ja. Und das Entrosten, das frisst dann dein Grauguss. Ne? Aber man sieht jetzt cool, wo jetzt noch Lack ist, da war somit vorher kein Rost. Ne? Und wo Rost war, ist der Rost halt weg. Genau, da wo es noch lackiert war in irgendeiner Form, ja, dann kommt er halt nicht hin und da wo es blank war, da zieht das ab. Ja, ja. Wobei nochmal, ich glaube, der ist ein besserer Zustand als der hier. Ist am Ende egal. Am Ende, wird es 1000 PS. Aber so, aber okay, das heißt aber noch nicht. Das heißt, man kann ihn jetzt aber so wie er ist einfach direkt lackieren, fertig. Das geht auf jeden Fall. Ja. Ja, für unseren Zweck schon. Einmal für unseren Zweck kann man das so machen. Okay. Passiviert sind die jetzt wieder? Das heißt, die fangen nicht sofort wieder an zu rosten? Sie hätten schon gerostet. Ja, wären schon wieder. Die wären schon wieder angelaufen, aber sie ist da stehen. Also eigentlich ist das so. Für gute, ausgesuchte Kunden macht man das. Wenn das Massenware ist in der Form, dann kann man das auch machen. Wenn das ein einzelnes Teil ist, ist in der Größe, wenn du 6 Meter Bannen hast, ja, und ein so ein kleines Teil, dann musst du das irgendwelchen Autos zulegen. Ja, und das Problem ist, so ein Block wiegt 50 Kilo. Der Mitarbeiter mag dich besonders, wenn du da 10 Stück auf die Stelle packst. Ja. Die Handhabung, du musst ihn ja waschen, du musst ihn hantieren. Mhm. Das funktioniert nicht so, dass du das in die Wanne reintust, dann ist es fertig. Ja. Du musst in irgendeiner Form den bewegen und bewegst hier einen Grauguss, einen Stahlblock. Und das ist genau das Problem. Beim Auto kann man das Gestell bewegen und hier musst du den Block bewegen. Ja? Und deswegen macht das jeder gerne. Ja, aber ich muss sagen, für jetzt mal schnell ins Bad reingeschmissen über Nacht, ist es auf jeden Fall für uns schon mal ein Ergebnis, was auf jeden Fall besser aussieht, als wenn wir im Kercher rübergegangen wären. Und der Rost ist ja weg. Das ist ja immer kein Rost mehr. Mein Problem ist immer, ich bekomme von dir einfach keine Zeit. Ja? Du kommst sehr, sehr spät und gehst sehr früh. Ich habe eigentlich keine Chance. Nein, alles geht bestens. Also wir sind wunschlos glücklich. Auf jeden Fall. Der wird gestopft, einmal ein bisschen, jetzt kommt wieder ein bisschen Wind, Entschuldigung dafür. Der wird gestopft, ein bisschen einmal rüberpolieren, Bleche einmal pulvern. Hier kenne ich Wehmeier, der wird eh mit der Dose schwarz machen, auch wenn man nachher nicht einen Fleck von sieht. Mipaterm. Ja. Mipaterm, 900 Grad, wunderbare Farbe zum Streichen, 1K, das ist auch dick. Mipaterm heißt die Farbe von der Firma Mipa. Aber nur zum Streichen oder kann man auch verdünnen und lackieren? Du kannst auch verdünnen und lackieren. Aber du kannst deine Krümmer und deine Blocks damit perfekt, die sind temperaturresistent und das ist die beste Farbe. Wahrscheinlich, wenn Schwan mehr Zeit gehabt hätte, wären sie jetzt schon Kartell-Geschichte. Kannst du nicht. Der brennt nicht durch. Das ist zu dick. Der wird in einer Stunde, wird er nicht warm genug, damit Kartell sich vernetzt. Das ist einfach zu dick. Und wenn man ihn warm reinstellen will? Ja, du musst halt 3 Stunden, aber du willst mir nur einen Block bringen. Der geht nicht. Einfach, es muss günstig sein, ja, und da muss ich so eine riesen Geschichte machen. Also KTL in der Dicke ist unmöglich oder fast unmöglich. Ist auch, glaube ich, mit den ganzen Kanälen, wobei eigentlich ist ja nichts Negatives, ne? Aber wenn dann so ein Kanal mal zu ist oder so. Du kriegst hier nicht durchgebacken. Der wird verglasen und der wird nicht vernetzen und dann kannst du die Farbe wieder abziehen. Das wird nicht funktionieren. Okay, ja. Nee. Uns wurde auf jeden Fall geholfen. Im nächsten Step machen wir den Auspuff fertig. Dann ist immerhin ein Teil an dem neuen Auto dran. Vielen Dank, Alex, mal wieder für Aufwand, Infos, Spaß. Das war ja Nerven. Ja, es geht. Alles und alles Weitere. Und ich würde sagen, frohe Weihnachten. Und wir sehen uns nächstes Jahr bestimmt mal wieder. Freut mich. Frohe Weihnachten.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.